FDP-Fraktion, Christian Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kollegin Dr. Weidel, Sie haben hier heute nach AfD-Manier wieder allen anderen Zensuren erteilt. Und es ist ja auch Ihr gutes Recht, als Oppositionsfraktion das zu tun. Aber eine Fraktion, eine Partei, in der sich der nationalökonomische und der sozialnationale Flügel sich nicht auf ein eigenes Rentenkonzept einigen kann, eine solche Partei sollte erstmal sich selbst einer Klärung unterziehen, bevor sie über andere urteilen. Dann können Sie wiederkommen. Dann können Sie wiederkommen. Frau Bundeskanzlerin, in Ihrer Koalition wird gestritten. Der Gesundheitsminister und der Arbeitsminister streiten über Hartz IV. Der Wirtschaftsminister bemüht sich darum, dass die Nord Stream 2 Pipeline kommt. Der Außenminister verweigert sich allen zusätzlichen Dialoginitiativen mit Russland. Es ist ungeklärt, ob nach Auffassung dieser Regierung der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Frau Nahles ermahnt Sie, die Brückenteilzeit müsse jetzt aber auch wirklich kommen. Und wir haben gestern und heute auf offener Bühne eine Auseinandersetzung um den Wehretat erlebt. Sie haben bei der Bundeswehrtagung 1,5% Investitionen in die Verteidigung gemessen am Bruttoinlandsprodukt 2025 zugesagt. Frau von der Leyen fordert 12 Milliarden Euro zusätzlich für die Legislaturperiode. Und dann stellt sich der Bundesfinanzminister hin und sagt, ein verteidigungspolitisches Konzept wird nicht besser dadurch, dass es teuer ist. Sie haben ihn heute hier in die Schranken verwiesen. Aber ausweislich der Zahlen des Haushalts ändert sich nichts und es gibt keinen Mittelaufwuchs. Frau Bundeskanzlerin, Sie sprechen dieser Tage oft von der Krise des Multilateralismus. Mit Blick auf die drei Regierungsparteien bekommt dieses Wort eine ganz andere Bedeutung. Die sozialdemokratische Fraktion hat Ihrer Rede heute keinen Beifall gespendet. Und wir ermuntern Sie, Frau Bundeskanzlerin, wir ermuntern Sie bei diesen offenen Richtungsfragen von Ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen. Führen Sie dieses Land. Und lassen Sie Worten Taten folgen. Sie haben hier plädiert für eine Stärkung des transatlantischen Verhältnisses. Dabei haben Sie unsere Unterstützung. Also sollte der Deutsche Bundestag das Freihandelsabkommen mit Kanada, CETA, endlich ratifizieren. Ein klares Signal wäre das. Worauf warten Sie? Worauf warten Sie? Wir brauchen Europa angesichts der Kündigung des Iran-Abkommens durch die USA, der Lage in Syrien und einer im Raum stehenden Auseinandersetzung in Handelsfragen. Aber wie tritt Europa auf der Weltbühne auf? Binnen einer Woche kommt der amerikanische Präsident nach Washington und die deutsche Bundeskanzlerin. Der eine 3 Tage mit militärischen Ehren, die andere 3 Stunden bei Wasser und Brot. Der französische Wirtschaftsminister sagt, wir schützen unsere französische Wirtschaft vor Sanktionen. Der deutsche Wirtschaftsminister sagt, wir können das nicht. Wir wünschen uns eine abgestimmte europäische Haltung, Frau Bundeskanzlerin. Es ist Zeit für einen EU-Sondergipfel zu diesen Fragen, damit wir auch der Welt symbolhaft unterstreichen, dass wir an einem Strang ziehen wollen. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben eine neue Gelegenheit verstreichen lassen, Deutschland klar in Fragen der Weiterentwicklung Europas zu positionieren. Auch der Bundesfinanzminister hat ja dieses Thema gestern aufgemacht. Die Süddeutsche Zeitung jubelt heute, er habe ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa gehalten. Alle, die dabei waren, müssen sagen, offensichtlich gibt es eine gewisse öffentliche Entwöhnung in Fragen der Leidenschaft, wenn der Auftritt von Olaf Scholz in der Europapolitik bereits den Affektstau löst. Vielleicht liegt auch
Vielleicht liegt in Wahrheit auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung näher an der Wahrheit, die nämlich geurteilt und kommentiert hat, dass der Finanzminister sich nach und nach aus dem herauswinden will, was die SPD zuvor in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Unter dem Strich kann man sagen, keine klare Position dieser Bundesregierung in einer solchen Existenzfrage. Und dort, wo es dann klare Aussagen gegeben hat, passen sie ausgerechnet nicht zur Zeit. Ausgerechnet über einen europäischen Währungsfonds sprechen sie. Und ausgerechnet über den Common Backstop, oder wir drücken es mal auf Deutsch aus, die letzte Haltelinie mit auch dem Geld deutscher Steuerzahler bei der Abwicklung maroder privater Banken. Und dann sagen Sie, verehrter Herr Finanzminister, ja, Sie hätten die Vermutung, man könnte bei der Reduzierung von Risiken vielleicht noch schneller vorankommen, als man denkt. Was bringt Sie zu diesem Optimismus? Ich lese, dass in Italien eine Koalition davor steht, in die Regierung zu kommen, die Flattax und bedingungsloses Grundeinkommen gleichzeitig will und die einen Schuldenerlass von 250 Milliarden Euro bei der Europäischen Zentralbank erwirken will. In dieser Situation hätten wir von Ihnen gewünscht, ein klares Bekenntnis zu Stabilität, zur finanzpolitischen Eigenverantwortung. Sie wollen Herrn Macron helfen mit dem, was Sie sagen. In Wahrheit ermuntern Sie aber nur Beppe Grillo durch diese Äußerung. Eine Diskussion, die Sie aufgemacht haben, ist ja der EU-Haushalt. Wir entnehmen den Medien, dass der arme Staatsminister Roth völlig alleine in Brüssel war bei den Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen. Alle anderen unserer Partner in Europa sagen, wir wollen erst wissen, für was wir Geld ausgeben, bevor wir entscheiden, ob wir mehr geben. Die Deutschen sind die einzigen in Brüssel, die sagen, wir geben mehr Geld und wollen danach sprechen, wofür. Damit haben sie uns in die schlechtmöglichste Verhandlungsposition gebracht. Und wir sind damit allein. Liebe Ja, Frau Kollegin Baerbock sagt, Europa zuerst. Ja, in der Tat. Aber, Frau Kollegin Baerbock, man ist nicht europafreundlich, indem man zu allem Ja sagt, sondern nur zum Richtigen sollte man Ja sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Staat schöpft aus dem Vollen. 2007 waren es noch 540 Milliarden Euro gesamtstaatliche Einnahmen. 2022 werden es 905 Milliarden Euro per annum sein, bei Nullzins und nahezu ohne Inflation. Und in diesen Zeiten ist die schwarze Null in der Tat kein Fetisch. Dass man das betont, ist ja schon eine sehr defensive Position. Die schwarze Null ist mitnichten ein Fetisch, denn angesichts der Zukunftslasten, die durch Ihre Rentenpolitik noch vergrößert werden, ist die schwarze Null die letzte Haltelinie im Interesse der Enkelgeneration. Sie ist ein Symbol für Stabilität in Europa, denn der Verzicht auf Schulden gibt uns Autorität, auch anderen Stabilität zu empfehlen. Und angesichts von Rekordeinnahmen und Nullzinsen ist es eine Kunst, dass es überhaupt nur eine schwarze Null ist. Bei disziplinierter Politik wären enorme Haushaltsüberschüsse möglich und nötig, Frau Bundeskanzlerin. Stattdessen hat sich diese Regierung für 100 Milliarden Euro Mehrausgaben im Koalitionsvertrag entschieden. Und immerhin 46 Milliarden Euro davon sind bereits eingeplant. Der Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzende Seehofer hat gesagt, die Milliarden für Soziales, das seien die Antwort auf die Bundestagswahl, als ob die da wegen des Pflegenotstands hier sitzen würden. Das sind andere Gründe. Aber es zeigt trotzdem eine Mentalität, wenn der CSU-Vorsitzende sagt, die Milliarden für Soziales sind die Antwort auf die Bundestagswahl. Das heißt, mit Geld Zustimmung kaufen. Und diese Methode, die kenne ich aus dem rheinischen Karneval. Das ist Kamellepolitik. Und damit kann man im Karneval beliebt werden, aber die größte Volkswirtschaft in Europa kann man so nicht führen, meine Damen und Herren. Applaus
Und in den etwas vornehmeren Worten des Chefvolkswirts des BMF heißt es Social Dominance. So schreibt der Chefvolkswirt Ludger Schuhknecht in einem aktuellen wissenschaftlichen Beitrag. Sozialausgaben verdrängen andere wichtige Schwerpunktsetzungen. Die wirklich wichtige Aufgabe des Sozialstaats ist aber, Menschen aus der Abhängigkeit zu befreien, damit sie ein Leben in eigener Verantwortung führen können. Und dafür ist für uns die Bildung die Schlüsselaufgabe. Schaut man in den Entwurf des Bundeshaushalts, stellt man fest, dass ausgerechnet der zentrale Etat des BMBF zu den wenigen gehört, die 2017 keine Aufwüchse zu verzeichnen haben. Das ist eben genau die falsche Schwerpunktsetzung. Viermal mehr für die Rente als für die Bildung treibt ein Keil zwischen die Großmütter und ihre Enkel. Für den Digitalpakt Schule sind keine Gelder eingestellt. Machen wir uns das bitte klar. Der soll finanziert werden, ich komme gleich noch mal darauf zurück, durch ein Sondervermögen, das gebildet werden soll durch die Auktion von Mobilfunklizenzen. Und das zeigt, wenn es aus einem Sondervermögen kommt, ganz offenbar ist nicht daran gedacht, diesen Mittelansatz zu verstetigen. Sie wollen das Grundgesetz verändern. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie dafür die Zustimmung auch von Oppositionsfraktionen brauchen. Ich habe mit dem Bundesfinanzminister auch in dieser Frage bereits gesprochen, andere auch. Und selbstverständlich sind wir konstruktiv und begleiten das. Aber wir wollen die Frage stellen nach der Qualität. Was passiert mit dem Geld? Und uns ist wichtig, dass es sich nicht um ein einmaliges Strohfeuer handelt, sondern dass der Bund dauerhaft Mitverantwortung für die wichtigste gesellschaftspolitische Frage übernimmt. Das ist nämlich die Voraussetzung, dass nicht nur in Steine und Tablets investiert wird, sondern auch in Köpfe, nämlich in die Qualität von Lehrerinnen und Lehrern. Sie haben, Frau Bundeskanzlerin, gesprochen hier über künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Freilich begrüßen wir das. Schauen wir in den Bundeshaushalt, stellen wir aber fest, es gibt einen neuen Titel, künstliche Intelligenz. Dieser Titel ist aber mit 0 € befüllt. Das ist keine künstliche Intelligenz, das ist keine Intelligenz. Und deshalb sollte es am Ende der Haushaltsberatung dafür einen Mittelansatz geben. Im Übrigen ist es mutig, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie über das Thema Digitalisierung und Tempo machen, genau heute an diesem Tag sprechen. Ich begrüße Ihren Ehrgeiz in der Frage. Aber das heute zu machen, das zeugt wirklich von Courage. Denn am heutigen Tag, ausgerechnet, berichten die Medien darüber, dass es bei der Versteigerung von 5G-Mobilfunklizenzen zu Verzögerungen kommen wird. Die 2018er Breitbandziele werden schon nicht erreicht. Nach britischen Studien haben wir ein LTE-Netz, das nur noch in Russland und Moldawien schlechter ist. Und beim Zukunftsnetz 5G, das wir für das autonome Fahren brauchen, gibt es jetzt eine Verzögerung von mindestens 9 Monaten, wie die aktuellen neuen Pläne der Bundesnetzagentur zeigen. Deutschland kann es sich nicht leisten, weiter Zeit zu verspielen, weil Sie die falsche Politik machen, Frau Bundeskanzlerin. Denn Sie versuchen ja Folgendes. Sie versuchen das Kunststück, einerseits flächendeckende Versorgung von denjenigen zu verlangen, die sich an der Auktion beteiligen, und gleichzeitig maximalen Erlös. Beides zusammen gleichzeitig geht offenbar nicht oder geht zu Lasten der Zeit. Deshalb setzen Sie auf Marktwirtschaft, setzen Sie auch öffentliche Fördergelder ein, beispielsweise durch die Teilveräußerung der Deutschen Post, denn dieses Land braucht bei der Zukunftsinfrastruktur endlich einen Platz in der Champions League und nicht am Abstiegsende der Tabelle. Die Haltung dieser Regierung, Frau Bundeskanzlerin, hat Ihr Wirtschaftsminister ausgedrückt, als er davon sprach, das gegenwärtige Wachstum, das ginge noch 20 Jahre so weiter. Paradiesische Zustände. Bedauerlicherweise sagen die ersten Zahlen im Jahr 2018 etwas anderes.
Denn nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts hat sich das Wachstum im ersten Quartal 2018 gegenüber dem letzten 2017 halbiert. Bei aller Sympathie sollten wir uns also auf die seherischen Fähigkeiten von Peter Altmaier allein nicht verlassen, sondern die gegenwärtige Stärke als Ansporn begreifen, auch in der Zukunft genau diese wirtschaftliche Stärke zu verteidigen. Diese Wachstumszahlen sind kein Grund für Alarmismus, aber für Wachsamkeit. Denn Brexit, demografischer Wandel, Handelskriege, Digitalisierung, mögliche Zuspitzungen in der Währungsunion, alle diese Risiken stehen eben nicht im Haushalt. Für sie wird keine Vorsorge getroffen. Frau Merkel, Sie haben hier den Internationalen Währungsfonds eben zitiert, aber nicht vollständig. Sie haben über die öffentliche Infrastruktur, Investitionen gesprochen und Digitalisierung der Verwaltung. All das haben Sie zitiert, aber der Internationale Währungsfonds empfiehlt neuerdings, und das ist eine neue Stimme aus Washington, neuerdings auch Steuerentlastungen. Wenn es einmal gute Nachrichten aus Washington gibt, dann ignoriert die Regierung sie auch noch. Ich komme auf Sie zurück. So, und jetzt kündigt Olaf Scholz großzügig eine Dämpfung der kalten Progression an. Ja, Herr Finanzminister, der Verzicht auf automatische Steuererhöhungen, das ist keine Entlastung, sondern ein Gebot unserer Verfassung und eine Frage der Ehre im Übrigen. Die deutsche Exportwirtschaft gerät unter Druck. Die deutsche Exportwirtschaft gerät unter Druck. Die USA senken Unternehmenssteuern, Frankreich auch. Sie wollen nichts tun und den Unternehmen, auch unseren großen, im internationalen Wettbewerb stehenden Familienunternehmen, auch noch den Soli abverlangen. Wir schlagen vor, ohne Alarmismus, mit vergleichsweise schmalen Mitteln, eine Sofortmaßnahme, befristete Sonderabschreibung für digitale Wirtschaftsgüter, damit die privaten Investitionen angeschoben werden und damit auch die Produktivität der Wirtschaft erhöht wird. Dann zum Zweiten, Senkung der Sozialabgaben unter 40%. Der Bundesfinanzminister spricht davon, jeder solle 2.000 Euro brutto im Monat verdienen. Ein wunderbares Ziel, aber wie wäre es damit, Herr Scholz, Sie fangen mal mit der Senkung von Steuern und Sozialabgaben an, was in Ihrer Hand liegt. Und nötig ist der komplette Entfall des Soli bis zum Ende dieser Legislaturperiode, und zwar für alle. Das wäre die minimale deutsche Antwort auf den Steuerwettbewerb in der Welt. Sie sagen, wir können es uns nicht leisten. Wir sagen, wir können es uns nicht erlauben, irgendwann die höchsten Steuersätze der Welt zu haben. Und was jetzt Ihre Zwischenrufe da angeht, seitens der SPD, ich will Sie daran erinnern, in Ihrem eigenen Wahlprogramm haben Sie geschrieben von 15 Milliarden Euro Steuerentlastung, insbesondere Kampf gegen den Mittelstandsbauch. 15 Milliarden Euro hat auch die Union im Wahlkampf versprochen. Was ist aus diesen Zusagen geworden? 10 Milliarden beim Soli, hieß es bei den Koalitionsverhandlungen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind es jetzt schon nur noch 9,08. Binnen weniger Wochen ist eine ganze Milliarde in den Plänen verdunstet. Wenn das so weitergeht, kommt am Ende gar nichts raus. Und ich weiß ja, was kommt. Ich weiß ja, was kommt. Kenne ich ja, haben wir gestern auch schon gehört. Die Unionsfraktion wird jetzt riesige Entlastungen vorrechnen. Haben wir gestern schon gehört. Und dabei werden Sozialtransfers und Subventionen und steuerliche Maßnahmen in einen Topf geworfen und dann wird ein Summenstrich darunter gemacht. Sagt Volker Kauder, einer der großen Vordenker der sozialen Marktwirtschaft, Wilhelm Röpke, der hat einmal davor gewarnt, aus dem Wohlfahrtsstaat ein Tag und Nacht arbeitendes Pumpwerk der Einkommen zu machen, weil am Ende niemand mehr weiß, ob er zu den Gewinnern oder zu den Verlierern von Umverteilungspolitik gehört. Deshalb, den Menschen das Geld erst zu nehmen, es durch die klebrigen Finger der Bürokratie zu leiten, ihnen dann zurückzugeben und ein Dankeschön von den Menschen zu erwarten, das zeugt von ihrem Verständnis des Verhältnisses Bürger und Staat. Ich muss die nächsten 10 Minuten auch noch nehmen. Und gestatten Sie mir einen abschließenden letzten Komplex. Die Frage der Einwanderung. Denn eine Wende in der Integrations- und Einwanderungspolitik ist auch angesichts der Zahlen im Haushalt nötig.
Die fiskalischen Folgen wären sonst unkontrollierbar. Und es geht auch noch um mehr. Es geht um den sozialen Frieden im Land. Die Menschen erwarten Entscheidungen, die der praktischen Alltagsvernunft genügen und vor allem Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats. Trotz oder wegen CSU und Horst Seehofer fehlt es momentan an beiden. Und ja, Herr Kollege, ich werde meiner Zuneigung für das deutsche Handwerk heute nicht nachkommen. Aber hier geht es um eine ernsthafte Frage bei der Einwanderung. Das werden Sie jetzt gleich auch merken. Bislang steht nur eine Neuregelung des Familiennachzugs bei Ihnen im Raum. Der Normenkontrollrat hat Ihren Regierungsentwurf in der Luft zerrissen. Der genügt nicht der praktischen Alltagsvernunft der Menschen und er genügt nicht den Anforderungen des Normenkontrollrats. Bei Menschen ohne dauerhafte Bleibeperspektive macht der Familiennachzug auch keinen Sinn. Konzentrieren Sie sich auf klar definierte Einzel- und Härtefälle statt auf ein Kontingent. Wir haben Ihnen dazu Vorschläge unterbreitet. Kann ich verstehen, dass die SPD in dieser Frage grüner als grün ist? Ansonsten hören wir aus Ihrer Regierung nur Worte. Der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Das ist genauso spalterisch, wie in Bayern Kreuze an die Wand zu nageln. Sie mögen von Macht wie Orbán träumen, aber Deutschland ist ein weltoffenes, tolerantes Land. Wir beurteilen Menschen nicht danach, woher sie kommen oder woran sie glauben, sondern ob sie bereit sind, Verantwortung für ihren Lebensunterhalt zu übernehmen und unsere Rechtsordnung akzeptieren. Es wird lamentiert über eine Anti-Abschiebeindustrie. Wenn Menschen die legitimen Mittel des Rechtsstaats nutzen, kann und darf man ihnen keinen Vorwurf machen. Dann muss gegebenenfalls der Staat Recht und Verfahren ändern. Wo sind dazu die Vorschläge, Recht und Verfahren zu ändern, wenn es angeblich eine Anti-Abschiebeindustrie gibt? Die Ankerzentren, Frau Bundeskanzlerin, die Sie eben gelobt haben, gibt es ebenfalls nur auf dem Papier. Über die Modernisierung des Einwanderungsrechts und ein besseres Management sollte die Bundesregierung also schnellstmöglich mit denen ins Gespräch kommen, die das umsetzen müssen, nämlich Ländern und Kommunen. Wenn Sie wirklich etwas bewegen wollen, dann rufen Sie umgehend einen Migrationsgipfel von Bund, Ländern und Gemeinden ein, Herr Seehofer. Mit großem Unverständnis verfolgen wir das Chaos im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es ist die Rede von einem Eigenleben der Behörde. Prüfungen von Schutzgründen erfolgen nicht sorgfältig, lesen wir in den Medien. Und offenbar wird nach einer Robin-Hood-Mentalität zum Schaden von Steuerzahlern und Rechtsstaat entschieden. Nach Medienberichten hat die Hausleitung spätestens am 4. April umfassende Kenntnis erhalten. Nach Medienberichten am 4. April spätestens. Zwei Tage später hat der Bundesinnenminister in Nürnberg noch Lobpreisungen zu Protokoll gegeben. Nimmt man zu Ihren Gunsten nur einmal Abstimmungsprobleme in der Spitze des Innenministeriums an, beruhigt das dennoch nicht. Diese Vorgänge müssen restlos aufgeklärt werden, damit Verschwörungstheoretikern kein Boden gegeben wird. Bislang, Herr Seehofer, überzeugen uns Ihre Taten in der Einwanderungspolitik nicht. Und Ihr Aufklärungswille und das Streben nach Transparenz in der Frage Bundesagentur für Migration und Flüchtlinge auch nicht. Um es anders zu sagen, Sie sind einen Schritt entfernt von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einen sorgsamen Umgang mit dem Reichtum der Bürgerinnen und Bürger sehen wir beim vorliegenden Haushalt nicht. Anders als die Regierung glauben machen will, ist dieser Haushalt gerade nicht solide, denn er nimmt Zukunftsrisiken nicht in den Blick. Er ist gerade nicht sozial, denn er tut nichts verlässlich für die Bildung. Und er ist gerade nicht zukunftsorientiert. Bei den wesentlichen Fragen wie der Digitalisierung sind sie blank. Unser Wohlstand wird auf Kosten nächster Generationen verlebt. Damit wollen wir uns nicht zufrieden geben.
Jetzt hat das Wort die Vorsitzende der SPD-Fraktion.